Hallo Leute und Leuten, hier ist euer Bisha und willkommen zurück zu Dark Souls. Nach einer Woche DS-Pause melde ich mich wieder zurück. Und ja, unsere Aufgabe ist es, aus der Schandstadt rauszukommen. Dazu müssen wir, wie im letzten Video, wo ich ja leider kurz vor Ende der Schandstadt ein bisschen verkackt habe, wieder durch den Bossraum von der Chaoshexe Quelak und hier mal nicht runterfallen. Zudem wieder durch den Sumpf und ich merke dezent, ja, wie ekelhaft das Bild flackert. Das Problem ist an der DSFix-Mod. Ja, ich kann Anti-Aliasing nicht aktivieren. Sonst schmiert das Spiel permanent ab. Und das wollen wir ja nicht. Nun gut, und es ist wieder dunkel. Ein bisschen arg dunkel für meine... Ja, wenn ihr mich fragt. Oh Gott, und der kommt schon wieder. Oh nein! Und ja, Gift juckt uns erstmal nicht. Und wie ihr seht, haben wir noch die alte Rüstung an. Die rote Rüstung, die wir auf dem Weg raus aus der Schandstadt gefunden haben, legen wir erst an, wenn das Thema Gift für uns erledigt ist. Und ja, das kann abhängig davon, wie ich mich anstelle, durchaus noch etwas dauern. Und ja, jetzt fällt mir gerade so ein, bevor ich jetzt jedes Mal durch den Bossraum zurückrennen muss, setzen wir doch einfach unser letztes Leuchtfeuer, unseren letzten Checkpoint, wieder hierhin. Aufsteigen können wir nicht, aber reparieren bestimmt. Nun gut. Seelen effektiv genutzt und wir konnten sogar aufstehen. Ho! Und nochmal eins auf die Rübe. Und da hinten auch nochmal. So, und weil ich, unglücklicherweise durch das gestrige Kaba-Video stark in meiner Zeit eingeschränkt wurde. War ja nicht geplant, dass es eine Stunde lang geht. Plus Bearbeitung, Endcode, Upload etc. Versuche ich heute an diesem herrlichen Sommertag ja mal ein kurzes Video aufzunehmen. Ich nehme es mir wirklich fest vor und ich hoffe, das klappt auch. Denn ja, ich will echt nicht wieder so eine halbe Stunde Video haben, nur um aus dieser Drecksschandstadt rauszukommen. Okay, hier können wir auch noch hoch. Oh ja, jetzt verpiss dich, kleiner Flattermann, du. Okay, einhändig. Spinnenschild ist noch ausgerüstet. Oh. Aber ich will da runter. Beziehungsweise, hier liegen, glaube ich, noch irgendwo unsere Seelen da vorne. Okay, so. Putz. Ach stimmt, die kommen ja nicht wieder. Warum ist der eine wieder da gewesen? Hier liegt noch ein Item, das ich beim letzten Mal vergessen habe. Eine Kriegerseele. Dürften auch so um die 2000 Seelen sein. Okay, jetzt ist die Frage. Wie kommen wir an den einen ran, ohne dass er uns vergiftet und permanent nervt, während wir versuchen, die... Okay, das war schon mal totaler Humbug. Uiuiui. Okay, das war jetzt so retarded wie sonst nichts. Und bevor der Feuer speit... Okay, der chillext. Auf die Fresse! Huh! Wir leben noch. Und hier haben wir was. Eine Feuerhüterseele. Bam! Deswegen bin ich hier runtergekommen und das letzte Mal gestorben. Uiuiui. Und... Uiuiui, okay, eigentlich wollte ich ja... Verpiss dich doch, Mann, ey. Ey, diese Viecher, die...
unendlich oft kommen, Mann. Ich könnte kotzen, so der letzte. Ah ne, der vorletzte. Ah, da ist noch einer! Wow, wow. Nicht doch mal sterben. Nein! Gut. Gut. Heilen. Heilen. Oh, wo kommt der andere Giftspucker? Alter! Ich hasse Hunde. Gibt's hier überhaupt Katzen? Nee. Okay, da hinten der letzte. Wow, wow. Und oben der Giftspucker, der uns da noch... Alter, jetzt hör doch mal auf, Mann! Weg? Nein, kein Weg. So. Oder doch Weg? Nee, ich glaube nicht. Oh, jetzt lass doch die Spuckerei weg, Mann. Ich... Boah, ey. Haben wir irgendwas, um den aufs Maul zu hauen? So war das nicht geplant, aber er ist down. Ich glaube, das war's jetzt. Wir haben die Feuerhüterinnen-Seele. Hier sollten wir nicht weiterkommen, soweit ich weiß. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir hier raus? Ich würde sagen, erstmal zurück. Und dann schauen wir mal. Ey, ich muss irgendwie gucken, wie das, ob das mit der DSFix-Mod irgendwie möglich ist, dieses Flackern. Ich weiß gar nicht, ob es euch auffällt, aber ich sehe das halt schon stark deutlich. In den vergangenen Aufnahmen ist es mir irgendwie gar nicht so dolle aufgefallen. Ja, wie man das deaktivieren kann, ob man das deaktivieren kann, wie auch immer. So, gehen wir erstmal hier hoch. Und Leiter für Leiter erklimmen wir die Schandstadt. Ist schon merkwürdig, man fängt oben an, geht runter und geht dann wieder hoch. Und putz, putz und nochmal putz. Achtung vor dir, Giftkäfer. No way. Ah, den meinen sie. Oh. Nummer 1, Nummer 2. So, habe ich hier irgendwo ein Item vergessen? Nochmal kurz umgucken. Nee, sieht nicht so aus. Klettern wir noch weiter nach oben und ja. Ja, nicht runterfallen, das wäre fatal. Schauen wir uns hier um. Versuch's mit abspringen. Was soll ich denn abspringen? Ich will nicht sterben. Okay. Weiter hoch. Also langsam, aber sicher. Oh, eine Kiste! Was haben wir denn da? Verborgen in dieser Kiste an der Spitze der Schandstadt. Den Neulondo-Ruinenschlüssel. Das ist doch schon mal wundertoll. Und da vorne haben wir wieder diese dicken Jauche-Küchlein, Kötel, Pups, Mops. Und er kommt schon angerannt. Und Butz. Wow. Wow. Eieieiei. Heilen und nochmal heilen. Und hau drauf. Wow, okay, die sind irgendwie stärker als die ganz am Anfang. Oh, kleiner Ruckler. Nee, das wollte ich machen. Einer ist noch da vorne. Zwei, glaube ich sogar. Spinnenschild. Ja gut, der interessiert uns jetzt erstmal nicht. Ja. Na gut. Um den werten Tontoros glücklich zu machen, blocke ich halt mal eine Runde. Also, oh, nee, ja, gut. Nein! Nein! Puh, puh. Heilen! Oh, bei dem einen hat Blutung getriggert. Ah, ja, sorry, ich wollte es eigentlich mit Blocken versuchen. Und ein Schlag noch. Okay, der ist tot. Gut. Okay, dadurch, dass wir nun 95%... Huhu! Mit Blocken hätte ich das, glaube ich, nicht mehr gerissen. Sehr geil. Yeah, Jauche-Küchlein. Au, haben wir ja nicht genug von. Und die sind ja auch so... nützlich. Hey!
Gut. Was haben wir denn sonst noch hier für mögliche Items, mögliche Gegner? Ich glaube, einer von den Dicken ist noch da. Oder auch nicht. Hinten kommt nichts, was uns annullieren könnte. Eine Nachricht. So. Und wir befinden uns im Drachental. Und rapide wird's wieder heller. Da vorne liegt ein Item. Und ja. Hierfür brauchen wir den Neulondo-Ruinenschlüssel. Und ich glaube, laut Rafal mir war das die Tür, die er meinte, um das Drachental zu skippen. Und wir haben hier eine Menge Gratis-Seelen. Und ja. Die nehmen wir doch gerne mal mit. Ach, wobei, komm. Alles wegklatschen sind, glaube ich, nur noch zwei. Eins. Okay. Ja, hier, einer noch. Oh, drei noch. Bam, beide auf einmal. Oh, lass mich durch. Stirb schneller. Und ja, hier gibt es auch noch mal ein kleines Geheimnis, wobei gerade irgendwie. Ne, vergiss es, den hau ich nicht, da falle ich mit Sicherheit runter und das will ich nicht. Wir können ja nämlich nicht schwimmen. Und hier haben wir jemanden. Reden wir mal mit dem. Well, this is unusual. You haven't lost your head. And more importantly, you're free. How on earth? Well, I shouldn't pry. I'm Rickett of Vinheim. I was once an established smith. Look at me now. Can you believe it? Und Vinheim sagt uns was, denn Griggs von Vinheim ist ja mittlerweile am Feuerbannschrein. Den haben wir dort, glaube ich, schon getroffen, der auf seinen Meister wartet. Eine, soweit ich weiß, ein Gebiet für, bekannt für sehr starke Zauberer. Und hier haben wir einen Schmied von denen, Vinheimarianern. What is it? Have you? Oh no. Don't worry. I've no intention of escape. It's safe here. I can't bear the thought of going hollow out there. Although, I must admit, I've not much to occupy myself. How about this? I could forge your weapons, albeit with rather minimal tools. I'll show you what made me the best in Vinheim. Okay, und wir haben hier jetzt auch die Möglichkeit, unsere Ausrüstung umzuwandeln zu einer Zauberkeule, wobei ich das nicht machen wollen würde. Und natürlich könnten wir auch unsere normalen Ausrüstungsgegenstände verbessern. Ja, nur haben wir keine Items dazu. Was verkauft er uns denn? Oh, Magie? Unglücklicherweise sind wir kein Magier. Und reden wir noch mal. What is it? There's nothing to talk about. We're both cursed, undead. But what's there really to moan about? Nun gut, es gibt nichts mehr, worüber er mit uns reden möchte. Smithing helps soothe my nerves. Don't let me wither away out of idleness. Und wenn wir mal irgendwann etwas geschmiedet haben wollen würden, beziehungsweise die passende Glut haben für ihn, können wir zurückkommen und uns, was auch immer er anbietet, schmieden lassen. Also abgesehen von den verstärkten Keulen. Von den verzauberten Waffen. So. Hier geht es zurück zu einem Ort, der uns allen bekannt ist. Aber Moment. Ich muss noch mal schauen. Ich muss mich noch mal genauer darüber informieren, wie man genau die Schandstadt skippen kann, beziehungsweise den Großteil der Schandstadt. Also hierüber muss es gehen. Allerdings, ja, gehen wir jetzt erstmal hier rein, haben den Aufzug ja jetzt aktiviert. Das heißt, wir könnten den jetzt als Shortcut immer benutzen, um zwischen der Gegend, wo wir jetzt hinreisen, die uns allen bekannt ist, und dem Anfang von Neu-Londo hin und her zu wandern. Aber gehen wir erstmal hier durch.
Und wir sind zurück am Feuerbandschrein. Ja. Und wenn wir schon bei unserer Feuerhüterin sind, verstärken wir doch gleich unsere Flakons. Und haben mittlerweile keine mehr. So, Estos Flakon plus 2, sehr gut. Und ja, bevor wir mit dem guten Mann reden, der uns beauftragt hat oder beziehungsweise uns erzählt hat, dass es zwei Glocken gibt, die wir läuten können, rasten wir erstmal hier am Feuerbandschrein, denn ich habe keine Lust, da ewig immer hin und her zu wandern. Aufsteigen können wir nicht bald, aber. Und was er uns jetzt zu berichten hat und was es mit dem sich geöffneten Tor auf sich hat, erfahren wir in der nächsten Folge. Ich wünsche euch was, haut rein, macht's gut, bis denne, ciao! Willkommen auf der Endcard und wie immer habt ihr hier oben unser letztes Let's Play Together, Heroes of the Storm, auf der linken Seite zum ersten Mal in der Endcard, Kaba für diejenigen, die sich Leid, Qual, Erniedrigung, Demütigung und Dummheit antun wollen. Könnt ihr euch gerne anschauen. Gebt da auch das ein oder andere Video von. Und ja, da abonnieren, falls ihr unseren Kanal unterstützen wollen würdet und über neue Videos informiert wollen würdet. Ja, ich glaube, das war so richtig. Könnt ihr da drauf drücken? Ansonsten Daumen nach oben, wird mich freuen, wird uns alle freuen. Und ja, ich glaube, das war's. Ich überlege gerade noch. Ja, ich glaube, das war's. Haut da rein!